Hallo, liebe Menschen. One word in 2 minutes. Das Wort von heute ist der Glaube. Glaube ist eine Verbindung, eine Beziehung zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer, die den Menschen zum höchsten Höhe emporhebt. Der Glaube ist sowohl Licht als auch Kraft, wodurch der Mensch sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft einsehen kann und die Finsternisse der Zukunft vertreiben kann. Der Glaube ist, wie gesagt, auch Kraft, wodurch der Mensch jedem beliebigen Hindernis, je nach der Stärke seines Glaubens, trotzen kann. Glaube macht den Menschen zum wahren Menschen und krönt ihn sogar zu einem König. Das Licht des Glaubens wird lediglich und allein von Gott entzündet, aber aufgrund des Wunsches des Dieners. Der Diener wünscht sich den Glauben und der Schöpfer allein leuchtet in seinem Herzen das Licht des Glaubens ein. Ja, das sind einige Aspekte und Eigenschaften des Glaubens, die ich in diesem Video erwähnen wollte. Bis zum nächsten Mal.